Dieter Tonka, Händel, Max in unterschiedlichsten Größen, die kennst du natürlich. Und vielleicht hattest du auch in der Vergangenheit immer wieder das Problem, naja, dass da kein Deckel dazu gibt. Dieses Problem ist mit diesem Teil hier gelöst. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Alle meine Instagram-Follower wissen es ja schon, es kommt ein Video mit dem Deckel, nämlich für die Tatonka-Tasse. Und diese Händel Max, egal in welcher Größe, die sind genial und ich sehe die immer wieder bei meinen Trainings oder Kursen. Die Leute haben das mit und auch wenn Leute zu uns aufs Bushcraftcamp auf aldurlaub.at kommen, dann sehe ich, dass da gern damit gekocht wird. Aber es gibt da natürlich das Problem, wenn du am Hobokocher genauso, egal wo du das kochst, dass es keinen Deckel gibt und dadurch die Energie verschwendet wird. Es braucht viel länger, bis das Wasser da drinnen kocht. Tatonka hatte in der Vergangenheit keine Lösung. Und diese Teile hier, die sind wirklich sehr beliebt, weil durch dieses einklappbare Ding, da habe ich mal ein Video dazu gemacht, aber um das soll es jetzt hier nicht gehen. Jetzt gab es keinen Deckel und innovative Kleinunternehmer haben sich da drum bemüht und haben dann Deckeln produziert. Teilweise in Kleinserien Heimarbeit sozusagen. Und die sind super. Aber die hatten halt einen Preis, die wiederum nur die anderen Liebhaber, vielleicht bist du einer oder eine Liebhaberin im Bushcraft und sagst, okay, ich diesen Deckel, das kaufe ich mir, auch wenn der dreimal so viel kostet wie das Heferl, aber ich will das, weil ich brauche das oder sonst was. Oder hast dich selber daheim in die Werkstatt gestellt und das gemacht. Das ist alles cool. Aber für die breite Masse gab es nicht und das ist jetzt anders. Und zwar, als mich Tatonka letztes Jahr im Winter besucht hat, der Vertreter Ralf, hallo, wenn du das siehst, ja, und mir das gezeigt hat, habe ich gleich einmal gewusst, okay, ja, ich will genau das, das war. Also er hat mir die Neuheiten von hergezeigt, die es gibt und er war halt vielleicht ein bisschen enttäuscht, Ralf, vielleicht ist das wie so, dass ich gesagt habe, das ist das, alles andere ist super, aber das, oh ja. Ja, es war wirklich so. Ich habe mir gedacht, endlich habe ich einen Deckel für diesen Topf. Ja? Und zwar einen, den, der recht günstig ist. Wie gesagt, ich gebe da billige Eigenwerbung natürlich den Link in meinen Shop. Dann kannst du das kaufen oder sonst wo, kaufst wo du willst. Ja. Aber die sind recht günstig. Gibt es auch als Set gleich mit dem Markt. Das ist schon super mit dem Heferl. Aber dann, als er weg war und ich das erste Mal damit gearbeitet habe, war mir natürlich klar, naja, aber der Deckel, den ich habe, hatte, ich habe ihn leider verloren, das war halt nur Deckel, der war leicht. Das ist halt doch auch wieder Gewicht. Und da habe ich mit mir gehadert. Aber jetzt nach vielen Tests kann ich dir sagen, das ist super. Mir ist das mittlerweile lieber als ein Deckel, weil es ein zusätzliches kleines Mini-Heferl ist. Gut, das hast du jetzt die ganze Zeit schon gesehen, aber für mich war das am Anfang, naja, ist super, aber nein, das ist wirklich super, weil du dann noch eine Möglichkeit hast, irgendwo was einzufüllen. Wenn du am Lagerfeuer kochst oder auch am Hobokocher, und zwar nicht nur ein Sackel Tee oder ein Stück Kaffee oder sowas, was du reinleerst, sondern da was schneiden musst und dann da war, also ein bisschen mehr kochen, wobei ich eh nicht der große Koch bin, dann ist jeder Behälter, den du hast, wirklich einfach Gold wert. Und du kannst zur Not auch nur mit dem kochen. Du könntest zum Beispiel für alle Bugouter und Survival-Kit-Fetischisten, ich kann dieses kleine Heferl nur allein als mitnehmen. Natürlich hat das mehr Gewicht als ein Alu-Teil, ist klar. Vielleicht ist auch ein Alu ausreichend für eine Notfall-Überlebenssituation. Aber es ist okay. Das passt auch schön drauf. Ich muss sagen, mir gefällt das. Und auch wenn jetzt vielleicht du hinter dem Bildschirm oder hinter dem Smartphone, ich weiß nicht, wie du mich anschaust, sagst, der Rainer ist total verrückt. Das ist für mich wirklich eines der Highlights 2020. Ja? So ist es halt. Ich weiß. Tolles, tolles Teil. Danke, Tatonka, dass ihr das gemacht habt. Wirklich. Ich gebe unten natürlich den Link auf meinen Shop. Ist eh ganz klar. Ist logisch. Ja? Und mag dich auch um einen Kommentar bitten, wie du das siehst, was da deine Meinung dazu ist. Ja, schau dir das an. Es kostet wirklich nicht viel. Ja. So. Und noch etwas. Follow me on Instagram. Das heißt, für alle, die jetzt sagen, ja, ich möchte, wie war es, die anderen wussten das schon und ich noch nicht, folge mir auf Instagram und du wirst eine positive Überraschung erleben, nämlich du wirst sehen, dass du da dann noch mehr kriegst als hier auf YouTube, wenn du das denn wirklich willst. Das war's jetzt wirklich. Da geht's hier in meinen Shop. Da kannst du mir ein Abo dalassen, Daumen nach oben oder nach unten, einen Kommentar, an das Video. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und